Hallo, willkommen bei der nächsten Aufnahme. Wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Wer die Sachen verpasst hat, kann gerne in die SpongeBob-Playlist gucken. Oh nein, 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 nein. Hilfe. Hi. Willkommen in der nächsten Aufnahme. Tada. Juhu! Spiel wird gespeichert! Geil! Kann ich hier hoch? Zum Quallengott? Ja, wir können in die Quallenhöhle reisen. Perfekt! Wow, Meerjungfrau-Mann! Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr! Voll der Fan, voll der Groupie! Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Ja, ist vergessen. Dass du von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Was? Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Was? Patrick, ich komme! Was? 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 Oh oh, ich glaube, der Sand ist nicht normal. Ja, ach, eine Rutsche! Wenn Schwarzschild oder Patrick oder Sandy auf eine Rutsche springen geht, ist den. Oh, okay, 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 okay. Oh, Mama! Gottes Willen! Ich kann überhaupt nicht lenken! Igitt, der macht alles mit seinen. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Ich habe die Hälfte nicht bekommen, weil ich nicht rutschen kann. Checkpoint. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen. Aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Oh Gott, nein. 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 Oh. Ich würde zuerst gerne, ja genau. Mach erstmal das kaputt. Oh, ich hab. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich hab nur noch zwei Leben. Ich hab nur noch zwei Leben. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das war sehr knapp. Ich möchte nichts sagen, aber das war sehr knapp. Hey! Oh, da oben ist ja noch so eine Maschine. Boah. Mach kaputt. Oh oh. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Nee, geht nicht. Hä? Ah, jetzt geht's. Jetzt muss ich den hier auch wieder kaputt machen. Kaputt. Und. Nennt mich auch Schwamminator. Schwamminator. Oh, ja. Wo ist denn noch so eine Maschine, die mir die ganze. Ach, da oben. Oh, endlich neue Unterhosen. Diesmal gehe ich weg, bevor ich wieder laden muss. Nee, ich muss mich genau hier herstellen, ne? Jetzt. Ich habe einen Weg! Ibums! Da. Hey,
Anspruch. Ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier hat... Danke, Patrick. Okay. Sorry, dass ich geskippt habe. Tut mir leid. Es tut mir leid. Also, wir haben jetzt... Ach, wir sehen hier, wo wir sind, ne? Hier sind wir, hier ist zu Hause. Das alles haben wir noch vor uns. Das alles haben wir noch vor uns. Jetzt bin ich Patrick. Schon viel besser. Okay. Das ist eine Wurffrucht. Patrick, da. Okay. Hä? Ach so, aufnehmen. Schmeiß. Kann ich die mitnehmen? Ja. Cool. Das geht sogar. F. Patrick kann auch Tikis aufnehmen. Ach, das Tikis! Keine... Ah, Tikis heißen die. Okay. Habe ich es jetzt auch mal gelernt, nach keine Ahnung wie lange. Hier muss ich irgendwas lesen noch. Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Ah. Also kann ich jetzt theoretisch... Nee, kann ich nicht. Ich muss nämlich die nehmen. Mann, wie soll ich das denn wissen? Aha. Kann ich hier... Ach, ich muss weiter mit Patrick spielen, glaube ich. Wir haben nämlich hier die ganzen... Okay. Checkpoint! Patrick ist auch witzig, so. Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht der Sturm auf und ein paar Sekunden kracht es. Mach mal. Bumm. Wie viele davon muss ich denn tragen? Das weiß ich nicht. Sehr viele. Patrick kann ein Donner-Tiki aufnehmen und es werfen. Oh, Scheibenkleister. Ich habe das Donner-Tiki kaputt gemacht. Nein! Nein! Oh. Ich habe gefettfingert. Aha. Strahlend weiß. Mach die mal kaputt hier. Ich mag die nicht. Die machen mir ein bisschen Angst. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt komme ich wieder zurück. Nee, dann... Los geht's. Geh ich hier wieder rüber. Ja, Checkpoint. Gut. So. Dann geh ich halt hier. Hey, du Sprattenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Unser Plankton! Der Fels spricht mit mir. Der ist so doof! Ich stehe dir zu Diensten! Ja, schön. Hier unten, du großer rosa Seeochse! Was? Ah, hallo Plankton! Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß! Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Mhm. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Okay. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Was?
Oh, vielen Dank. Er freut sich halt auch noch. Naja, wir hören uns schon in der nächsten Folge. 10 Minuten sind um. Wenn ihr länger folgen wollt, sagt gerne mal Bescheid in den Kommentaren. Und wir hören uns schon dann im nächsten Ding. Bis dann, tschüss.